Warte mal, jetzt muss ich natürlich noch erstmal der Hand ausweichen und dann nochmal in die Hand schießen. Jetzt nochmal der Hand ausweichen, warte. Andere Hand, wo ist die andere Hand? Da ist die andere Hand. Okay, er ist etwas wütender. Das Gute ist, er gibt mir Pfeile, wenn meine Pfeile alle sind. Ne, woher ich das weiß? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Doch, ich weiß, woher ich das weiß. So, ich habe es mal gesehen. Irgendwer hatte auch mal Pfeilmangel. Ich habe mir mal ein Let's Play zu dem angeguckt. Naja. So, jetzt. Okay, dem ausweichen. Das hat gut geklappt, offensichtlich. Sehr gut, ne? Wieso trifft er denn nicht? Ja, da runterfallen ist auch sehr schlau, Link. Kommst du wieder hoch, bitte? Danke. Na, jetzt trifft er. Wenn ich es anvisiere, trifft er irgendwie nicht. Doch, jetzt trifft er. Verstehe ich nicht. Muss der jetzt auch reinschießen? Nee. Was muss ich jetzt machen? Ach, warte, warte. Eine Bombe rein. Okay, warte, Pause. Nein, Pause. Und jetzt... Das war ja sehr schlau. Das muss so hin. Und jetzt brauche ich hier die Pfeile wieder. So. Ach so. Jetzt habe ich Pause gemacht. Sag's mir nochmal einer. So. Lass mich... Nein. Ach komm. Hallo, das läuft irgendwie nicht so gut. Jetzt geh doch mal hoch, Link. Gibt's hier keine Herzen? Irgendwie gibt es in dem Tempel generell sehr wenig Herzen. Muss man die öfters treffen oder was ist das Problem? So. Das Blöde daran ist auch, dass man nicht... Hallo? So. Jetzt muss man echt öfters treffen. Jetzt aber hier, Bombe. Hä, was machst du denn, Link? Du sollst die Bombe da reinwerfen. Ja. Hat wunderbar geklappt. Gibt es jetzt vielleicht ein Herz? Das wäre toll. Pfeile. Siehst du? Sag ich ja, ich kriege Pfeile, wenn die leer sind. Ich würde es jetzt, dass die Hände da mir auf der Spur sind. So, warte. Ha! Okay. Na komm. Nein, nein. Ah doch, hat geklappt. Okay. Jetzt nur in seine Augen. Schau mir in die Augen, Baby. So, warte. Ich habe wieder 10 Pfeile und ich werde wieder angegriffen. Die Hände sind da. Irgendwie trifft er auch nicht immer so richtig, aber naja. Wieder Pfeile. Mann, wie viele Pfeile kriege ich denn hier? Na komm. Eigentlich wollte ich die Hand gar nicht anvisieren, sondern den anderen da. Irgendwie macht das aber nicht. Ich weiß nicht warum. Ah, jetzt. Warte. Ausweichen, 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 ausweichen. So, warte. Okay, und jetzt... Okay, die Hand ist wieder betäubt. Das ist sehr praktisch. Bringt mir aber auch recht wenig Kraft. Warte, 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 warte. Jetzt eine Bombe rein. Genau. Da hinein. Super, Link. Hat es jetzt gereicht? Nee, irgendwie nicht. Okay. Es hat nicht gereicht. Und neue Pfeile. Der lässt seine Augen zu, bis man die Hände... Ah, okay, verstehe. Bis man die Hände oft genug trifft, lässt er einfach seine Augen zu. Na komm schon. Und jetzt du nochmal. Ach, jetzt hat er ja die Augen auf. Hätte ich eigentlich... Naja. Schießen können. Wow. Schnell irgendwie weg, damit ich überhaupt treffen kann. Und neue Pfeile. Ach ja, die waren ja alle. Scheiße. Ach, nimm mal, wenn die Pfeile alle. Das ist so...
doof. Und vor allem platziert er die so geschickt. So. Oh, ich wollte eigentlich gar nicht die Hand treffen. Naja, gut. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. So, das dauert irgendwie gerade so ein bisschen, ne? Oh, schon wieder. Mann! Ich will doch einfach nur dich besiegen. Und zeigen, dass ich der Auserwählte bin. Ich habe keine Pfeile mehr. Jetzt aber. So, jetzt noch die Bombe da rein, genau. Und jetzt bist du besiegt. Geht doch so, mein Gott. Der Weg hat sich soeben aufgetan. Auserwählter. Was dich nun an von nun an erwartet, ich kann nicht so schnell lesen, schreite aufrechten Hauptes voran. Vor allem nicht in dieser Stimme. Und nun bekommen wir ein Herzteil. Ist das nicht wunderbar? Da freuen wir uns doch alle. Über dieses Herzcontainer sogar. Nicht Herzteil. Ein Heartcontainer. Wunderschön. Warte mal. Hier. So. Ah, du hast deinen Herzcontainer gefunden. Das ist schön. Und meine Herzen sind wieder voll. Und ich sollte vielleicht speichern, nachdem ich hier reingegangen bin. Und Schluckerfatte. Schön, ich spiele auch schon wieder seit heute schon wieder 3,5 Stunden fast. Nee, mehr sogar. Jetzt habe ich auch noch Schluck auf. Warte mal. Ich tu mal ganz kurz speichern. Nee, warte mal, so. Nee, achso, sieh auf das Video Gamepad, okay. Gut, und dann diese Glocke läuten wir mal mit dem Greifhaken, den wir gerade nicht parat haben. Machen wir mal so. Nein, daneben. Jetzt. Dong. Ding. Dong. Ding. Und was erwartet uns jetzt? Oh mein Gott, Licht. Licht auf dem Wasser. Bestimmt ein Schatz. Kein Schatz? Gut gemacht, Link. Es hat den Anschein, als hätten die Götter dich als Helden anerkannt. Aber glaube nicht, dass deine Prüfungen damit beendet werden. Sobald du durch das Licht trittst, das du vor dir siehst und einen Fuß in die Welt dahinter setzt, beginnt erst deine wahre Prüfung. Bist du bereit, Link? Aber natürlich. Und jetzt? Wir sinken! Nee, warte, falscher Film. Naja. Link, kann ich atmen? Link, kann atmen? Link guckt sehr traurig. Toll. Irgendwie ist ja alles schwarz-weiß. Du möchtest mich bestimmt fragen, wo wir hier eigentlich sind, nicht wahr? Bedauerlicherweise fehlt uns jetzt die Zeit für lange Erklärungen. Aber sobald du mit dem Gegenstand, den du in diesem Schloss gefunden hast, Ganon bezwingst,
wirst du von selbst alle Antworten bekommen, nach denen du suchst. Habe Vertrauen in meine Worte und wage dich in das Innere des Schlosses. Das schwarz-weiße Schloss. Und diese Kopfhörer. Leute, wer hat nur diese Kopfhörer gekauft? Es ist schrecklich. Kauft euch nie billige Kopfhörer. Gut, das waren jetzt, glaube ich, 30 Euro oder so, aber trotzdem. Alles ist erstarrt. Die Zeit steht still. Nichts bewegt sich. Außer wir. Ein Foto von dem König, der aussieht wie der rote Leuenkönig. Na sowas. Und Link, der Held aus uralter Zeit. Und was muss ich jetzt machen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Irgendwas musste ich machen. Nun, Link, hier darfst du dir mal selber ein bisschen das Köpfchen verrenken. Das, weswegen du hergekommen bist, verbirgt sich hier irgendwo in diesem Schloss. Du musst allerdings einen Eingang zum Untergeschoss finden. Dieser Eingang wird aber durch eine schwere Tür versperrt, die zur Abwehr von Feinden dienen soll. Du musst also offensichtlich irgendwo etwas tun, damit sich diese Tür öffnet. Weißt du, wovon ich spreche? Gut, ich bin mal nicht so und gebe dir sogar einen kleinen Tipp. Die Lösung des Rätsels hat etwas mit der Form des Wappens zu tun, das du hier überall siehst. Aha. Das kann ich jetzt greifen, aber das bringt nicht viel. Ich muss das nämlich... Aha. Interessant. Ah, okay. Ich finde das sehr verwirrend. Gut. Ich kann es jetzt hier bewegen, dann bewegt es sich nämlich so. Und jetzt muss ich das, glaube ich... Hä? Link? Ach so, ja. Okay. Wie kriegt das jetzt... Wie kriegt das jetzt von der Wand weg? Ach, warte mal, halt. Natürlich einfach nur ein bisschen ziehen. Genau jetzt und dann... Nochmal so. Und jetzt, Link, du sollst... Nein, nicht anpressen, greifen. Einfach nur greifen. Ja, wie diese Vögel. Einfach nur greifen. Mehr nicht. Ja, so. Hallo, Link. Jetzt, genau. Jetzt und dann... Nee. Und jetzt? Hier lang. Genau. Und jetzt noch die anderen. Das ist sehr verwirrend. Also ich glaube, diese dreieckigen Dinger gab es nur hier. Weil die sehr verwirrend sind. Aber naja. Gut. Ist es eigentlich egal, auf welcher Seite ich stehe? Oder hat das einen Einfluss darauf, wie er zieht? Ich glaube, das hat echt einen Einfluss darauf, wie er zieht. Auf welcher Seite ich stehe. Ah, warte, jetzt hier. Ah, und jetzt der letzte noch. Wo ist er denn? Hier ist er. Dahin, okay. Na komm. Komm schon. Mann, ich hätte auch gern eine... Ah, schon viel besser. So, das ist doch schon viel besser, diese Kameraperspektive. Nein. Oh, man hat es mir zerstört. So, jetzt lass mich doch bitte mal... Diese Kameraperspektive. Ha, genau. Ha. Ha! Oh, was passiert jetzt? Es leuchtet. Die Statue, sie bewegt sich. Und wir finden einen Weg hinunter. Aber die Zeit, sie steht immer noch still. Nanu. Da hinunter, Link. Geh in die Schwärze. Und so betraten wir diesen Raum. Unwissend, was uns hier erwarten würde. Respekt, Link. Hätte nicht gedacht, dass du das durchschaust. Und nun nimm dir das Schwert, das vor dir liegt. Das Schwert, mit dem Ganondorf vom Antlitz dieser Welt verbannt werden kann. Das Masterschwert. Oh. Oh Gott.
Die Farbe, sie kehrte zurück in dieses Schloss. Und ebenso erwachten alle Gegner aus ihrem Schlafe. Aus der Zeitstarre, ich weiß nicht wo. Eigentlich erwachen die gar nicht. Theoretisch merken die davon nichts, weil die ja einfach, für die läuft die Zeit ganz normal weiter. Die haben wahrscheinlich gar nichts bemerkt, dass die Zeit stehen geblieben ist, oder? Theoretisch. Aber ob das auch praktisch ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, ich hatte das nur nicht, dass die Zeit stehen geblieben ist. Naja. Du hast das Masterschwert erhalten. Man sagt, der Held der Zeit soll dieses Schwert benutzt haben, um das Böse vom Antlitz dieser Welt zu verbannen. Na gut. Und nun laufen wir und laufen die Treppe hinauf, um dort oben nach etwas zu suchen. Hinter uns schloss sich die Tür. Und wir waren gefangen in diesem Schloss. Nein, eigentlich nicht. Wir waren gefangen in diesem Schloss. Oh nein. Nö, Nanu. Hey. Hab keine Angst, ich tu dir nichts. Schau dich nur. Nanu. Apropos, ich sollte vielleicht auch mal die Ritter fotografieren, ne? Muss mal gucken, ob ich das nicht auch kann. Ah, ist nur ein Dings. Wo ist denn hier so ein Ritter? Da unten ist einer. Warte. Ist das gut? Nein, das ist nicht gut. Nicht behalten. Nein, jetzt läuft der Ritter weg. Verdammt, ich brauche ihn aber. Komm, kehre um, genau. Bist du? Nein. Das ist auch nicht gut. Ich brauche ein Foto von diesem blöden Ritter. Mann! Okay, ich probiere es mal von oben vielleicht. Das Problem ist nur, hier kann ich schlecht... Ach, da hinten ist nur einer, warte. Das Gute ist, ich kann ja ranzoomen. Na? Zum Glück hat diese Kamera optischen Zoom. So, dreh dich bitte um, du Ritter. Nein, jetzt läuft er... Nein, komm, zurück. Ist hier hinter mir einer? Nee. Hö, ich sehe nicht mehr durch. Wo gucke ich gerade hin? Achso. Zoom mal raus, warte. Kehrt er jetzt um? Bitte lass ihn jetzt umkehren. Hey, da musst du zurückkommen. Oder läuft er im Kreis? Ich will so einen blöden Ritter einfach nur fotografieren. Mein Gott. Kann ja wohl nicht so schwer sein. So, jetzt habe ich den Ehrgeiz, diesen Ritter hier zu fotografieren. Nicht die Dinger. Die Typen sind mir egal. Ich brauche den Ritter. Der muss doch irgendwo sein. Verdammt nochmal. Der muss doch jetzt hier drüben wieder... Ich glaube ich... Ah, ja, jetzt. Okay. Das ist gut, aber die Frage ist, welchen hat er jetzt drauf? Behalte das mal. Ich mach noch eins. Das ist auch gut. Ich hoffe, das ist jetzt Bild vom Ritter. Jetzt kehrt er wieder um. Okay, warte mal. Ich habe die Hoffnung, dass er jetzt den Ritter da auch... Ach Mann, jetzt ist der andere wieder... Okay, ich würde jetzt gerne den anderen erstmal abschießen. Warte mal. Den anderen nochmal töten und dann nochmal ein Bild machen. Halt. Das Problem ist, der andere ist hinter dem Ritter. Und so kann ich ihn nicht... Ah doch, ich kann ihn... Okay. Der Ritter kehrt um. Warte, er kehrt zurück. Moment. Ich gehe nochmal... Und ich mache jetzt nochmal ein Bild ohne diesen anderen da. Weil ich nämlich nicht weiß, ob der Typ dann sonst... Ist das gut? Das ist gut. Okay. Das möchte ich behalten. Gut. Jetzt kann ich nämlich diesen Ritter hier umbringen und nochmal das einsammeln, was da hinten war. Ich hoffe, das ist noch da. Nö, natürlich nicht. Scheiße.